Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Teil 2 Lenkungen und ihre Variationen. Die zwei Dinger kennt ihr ja, das habt ihr euch letzte Woche ganz genau angeguckt. Das ist die normale Lenkung mit den gelben Zahnrädern. Und hier haben wir die einzelne Aufhängung vom Arox, ne, mit Federung und ohne Zahnstange. Die wollen wir heute erweitern. Ja, also zum Beispiel der Schwerlasttubkran, also der rote LKW mit dem Kran und gelben in der Mitte, der hat ja zwei Vorderräder. Also brauchen wir irgendwo noch eine zweite Vorderachse. Und wie wir die hier passend dran machen, gucken wir uns heute an. Dafür habe ich eine Erweiterung mitgebracht. Die bauen wir dann hier dran. Und genau dasselbe Spiel haben wir hier beim Arox. Auch der hat ja zwei Vorderachsen. Auch dafür gibt es den zweiten Teil der Arox-Lenkung, die dann hier hinten dran kommt. Auch das bauen wir jetzt zusammen. Zwei Achsen mit Abstand zueinander logischerweise, brauchen aber auch verschiedene Lenkeinschläge. Ansonsten radiert ein Reifen auf der Straße rum. Die Hohlschule ist natürlich nicht bloß zwei Achsen, sondern mehrere. Da habe ich euch das vorgestellt von unserem Lieblingskran nochmal mitgebracht. Der hat ja, wie ihr wisst, vier Achsen, die gelenkt sind, und in der Mitte hier die steife Achse. Und hier seht ihr ja schon, die haben verschiedene Lenkeinschläge. Der ist richtig steil, die sind flach und der ist wieder ein bisschen steiler, damit es dann halt einen wunderschönen Kreis gibt, wenn er rumfährt. Gucken wir uns heute alles im Detail an. Allerdings hatte ich euch am Ende des letzten Videos auch noch versprochen, es gibt noch einen kleinen Hinweis auf das, was ich momentan gerade baue, weil auf die Lenkung bin ich nie umsonst drauf gekommen. Ja, wir haben den Schwerlastkran hier, den roten mit dem gelben Kran, und wir haben den gelben Kran. Wenn man das Ding verheiratet, kommt sowas dabei raus. Also hier bin ich gerade drüber. Kennt ihr ja hier das Fahrerhaus, normaler gehörte der Kran hin. Ich baue hier einen richtigen Kran drauf und hier hinten sitzt dann der gelbe Aufbau von dem 4200 Rainwaters Club. Das ist mein momentanes Modell, das wird das nächste sein, was ihr hier zu sehen kriegt. Auch wieder komplett mit Bauanleitung, Vorsteuerung, irgendwas dazu gehört. Und diesmal, seht ihr ja schon, hier sind Motoren drin mit Fernsteuerung. Aber mehr dazu später. Also starten wir durch, wir fangen an mit Lenkung von unserem LKW hier. So, jetzt haben wir die Zahnstange mal um eine weitere Achse erweitert. Ja, das Teil hier vorne bis hier zu den Dingern kennt ihr ja. Die zweite Achse hier hinten ist jetzt neu dran gekommen. Hier haben wir im Prinzip zwei verschiedene Sachen, die wir beachten müssen bzw. können und wo wir auch dran rumspielen können, um verschiedene Sachen, ich sage jetzt mal, einzustellen. Punkt Nummer 1 ist, je nach Platzverhältnis, wie rum lenkt das Ding. Ja, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich die Achse hinter der, also feststehende Achse Zahnstange, ob die dahinter ist oder davor, wenn ich jetzt in Fahrtrichtung so rumgucke. Würde ich das mit einer Achse direkt verbinden, dann schiebt es die ja beide nach links und rechts, dann würden die sich so verbiegen, so lenken. Mache ich einen Versatz drin, das heißt, ich drehe auf der Strecke die Drehrichtung der Achse, die einen Impuls gibt, um, dann dreht er da in die Richtung, eine andere in die Richtung und damit schiebt es die beide in verschiedene Richtungen, so wie es hier auch ist. Na, wenn ich jetzt hier drehe, eins nach dort und eins nach da. Und dadurch, dass das Drehrichtung damit auch umgesetzt ist, und das ist wie gesagt der erste Punkt, den man verändern kann, wenn hier hinten kein Platz ist, dass man die Achse nach vorne setzt, muss man halt hier immer versetzen und dann kann man auch trotzdem, wenn das beide Vorderachsen sind, müssen die in dieselbe Richtung lenken, das trotzdem schaffen, auch wenn die Achsen immer davor und immer danach sind. Und jetzt seht ihr auch, was ich meine mit verschiedenen Lenkeinschlägen. Der hier vorne ist steiler angestellt als die zweite Achse hier in dem Modell. Und das liegt ganz einfach daran, dass hier eine Übersetzung ist. Ne? Das Zahnrad ist kleiner wie das und damit dreht sich dann, wenn ich hier oben dran rumdrehe, das hier hinten langsamer wie das hier vorne. Also ist, wenn der Anschlag da ist, ist der hier hinten noch nie so weit. Das ist einfach das Geheimnis in der ganzen Sache. Also halten wir fest. Lenkeinschlagänderung Nummer 1 lässt sich über eine Übersetzung mit verschiedenen Zahnradgrößen erreichen. Nummer 2 beim Arox. Das Teil hier vorne kennt ihr ja noch bisher her. Hier hat sich auch nichts dran geändert. Na, wir können hier dran rumdrehen. Wir haben hier hinten die Konsole, wir haben hier unten das Ding, was nach vorne lenkt, und dann hier diese L-Übersetzung, die dann hier das Teil zum Bewegen bringt. Schlussendlich haben wir nach hinten nichts anderes gemacht. Wir haben nur, aufgrund dessen, dass das ganze Ding ja hier nie in der Mitte sitzt, hier eine längere Stange einsetzen müssen. Die hat aber außer der Entfernung keine Funktion. Und dann ist hier wieder der Drehpunkt und die L-Übersetzung.
Damit, wenn ich hier drehe, dass dann hier hinten über das Hin und Her wieder hier hin und her geschoben wird. Hier sehen wir allerdings schon den Unterschied zwischen hinten und vorne. Ich drehe es mal rum, dann wäre das besser. Der feste Drehpunkt ist das Kreuz hier hinten. Hier. Und der Zugpunkt quasi ist hier drüben. Da. Das heißt, zwischen dem Drehpunkt und dem Zugpunkt ist ein Pin dazwischen. Hier hinten ist hier der Drehpunkt und hier ist der Zugpunkt und wir haben hier zwei Pins dazwischen. Und hier sitzt die Änderung zwischen hier und da, weshalb die Achse nicht so weit mitdreht wie die. Wie ihr hier seht, ne? Jetzt seht ihr das. Die hier ist steiler angestellt als die hier hinten. Wenn ich jetzt andersrum drehe, genau dasselbe hier auch. Die vordere Achse lenkt steiler wie die hintere. Das heißt, auf Deutsch gesagt, hier wird nie über eine Übersetzung wie bei dem anderen Modell die Lenkeinschlagunterschied erreicht, sondern über den längeren Weg zwischen Drehpunkt und dort, wo es abgeholt wird. Und die dritte Technologie, wie man das erreichen kann, dass die Lenkanschläge verschieden sind, haben wir hier beim Kran. Der hat ja wie gesagt vier Achsen, die auch, wie ihr seht, hier in verschiedene Richtungen lenken. Die ersten zwei lenken in die eine Richtung, dann haben wir hier die steife Achse und dann haben wir hier hinten die in die gegengesetzte Richtung lenken. Ja, dass da hier in der Mitte quasi der Drehpunkt des gesamten Fahrzeugs ist. Die Stange ist original so drin, bloß in die Anordnung ist jetzt anders. Das heißt, ihr seht, ihr habt hier immer zweimal dahinter und dann in Fahrtrichtung zweimal die Stange davor. Und da die alle gleich angesteuert werden, drehen die beide in die Richtung und damit erreicht man die verschiedenen Drehrichtungen. Ne? So. Genau. Die verschiedenen Lenkeinschläge werden hier erreicht, nicht durch irgendeine Übersetzung in der Mitte an der Lenkstange, sondern über den Abstand zwischen dem Drehpunkt vom Rad und wiederum dem Abholpunkt der Lenkstange, was beim Arox gerade hier der Achsverbinder war. Das ist hier einfach, hier sind es drei Pins zwischen Achse selber und der Lenkstange. Hier haben wir fünf Pins, ne? Achse, 1, 2, 3 dazwischen und dort. Fünfte Pin sitzt hier hinten. Selbe Spiel hier, die haben dieselben Einschläge und hier hinten sind es nur vier. Hier sind nur zwei Pins dazwischen. Das heißt, je weiter man die Stange vom Drehpunkt, wo das Rad sitzt, wegholt, desto weniger lenkt die mit. Weil es einfach der Winkel, klassische Parallelverschiebungstechnik. Das ist die dritte Variante. Man kann also hier den Abstand zwischen Lenkstange und verändern. Ah, es ist halt ein Fest. Wir haben Variante Lenkstange verschieben, Variante Drehpunkt verschieben, wo man das abholt, oder man kann das über einen Versatz über verschiedene Zahnradstangen lösen, über verschiedene Zahnradgrößen lösen. So, damit war es das. Mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen. Also ihr habt jetzt wirklich alles gesehen, was ich so weiß, über verschiedene Technologien, eine Achse, zwei Achsen, viele Achsen, verschiedene Lenkeinschläge mit Federung, ohne Federung. Also im Prinzip ist es erstmal das komplette Repertoire dabei. Kniegelenkung nicht vergessen. Wie ihr das in die einzelnen Modelle einbaut, ist euch überlassen, aber zumindest braucht ihr euch jetzt erstmal über die Gedanken nicht mehr zu machen, wie ihr es lenktechnisch umsetzt, sondern bloß noch über das Drumherum. Genau. Zwei, drei Vorlagen habt ihr ja bei mir im Kanal, sowohl den Arox mit einer Achse als auch den Radlader mit seiner Knicklenkung hier. Könnt ihr euch gerne angucken mit Bauanleitung, allem was dazugehört. Was als nächstes kommt, habt ihr ja auch schon gesehen. Der Kamerad mit zwei Vorderachsen, voll ferngesteuert mit Spielerei obendrauf. Aber wie gesagt, da will ich mich mal noch ein bisschen bedeckt halten, weil da ist noch einiges offen, was ich mir überlegen muss. Genau, also wie gesagt, vielen Dank für die Daumen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, dann einfach Abo-Glocke drücken und ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.